habe ich mir gedacht, wir sprechen heute mal über das Thema Gewalt. Kasperle! Lügenlord! Kasperle! Lügenlord! Ich sollte eine Hausaufgabe von mir zu Hause war, also von meiner Schule, war, ich sollte für Biologie, sollten wir verschiedene Arten von Pflanzen mit in den Unterricht bringen. Von Buchs bis hin zu Hagebutten und ein paar verschiedene Baumäste haben wir da mitgesammelt, also so kleine Dinger halt bloß. Und haben halt viele verschiedene Sachen gesammelt und die habe ich dann mit in die Schule genommen. So, jeder hatte so sein eigenes, privates, kleines Fach. Mein Fach war immer relativ aufgeräumt. Wir sollten unsere Fächer aufräumen. Und wir sollten halt alles, was wir da haben, auf den Tisch legen. So. Und da, wo dieses... Und mein... Also ich war direkt an dieser Ecke. Ich hab das Zeug gepackt. So, und jetzt kommen wir im Prinzip zu dem Gewaltakt. Und wollte es auf meinen Tisch legen. Kein Plan, was der gemacht hat. So. Während ich das jetzt rausheb, fällt mir so ein, ich glaube Hagebutten oder irgendwas war, so ein kleiner Ast runter und ist auf dem Zeug von dem anderen gefallen. Ich drehe mich rum, leg das Zeug ab, will mich wieder rumdrehen, will es nehmen. Jetzt hat der andere das schon runtergeschmast, ne? Gut, hab mir halt kurz gerichert, aber was soll's, habe ich nichts dazu gesagt. Hab mich gebückt und während ich mich gebückt habe, ist ein anderer Schüler, also nicht der, der es runtergeschmissen hat, sondern ein anderer, hergegangen und ist mir fast auf die Pfoten gelatscht. Bin ich aufgestanden und hab ihn leicht zur Seite geschubst und hab gesagt, pass doch auf, wo du hinläufst. Bin runtergegangen und wollt's aufheben. Der zieht mir so einen fetten Ordner über den Schädel. Aber wirklich so einen dicken Ordner, so richtig fettes Teil, ne? Weil das sowieso jemand war, der mich ständig ärgert, war meine Reaktion folgendermaßen. Und ich hab den halt gepackt und hab den rumgezogen und hab den mit dem Kopf auf meinen Tisch gedrückt. Ich hab ihn aber nicht draufgeschlagen, sondern ich hab ihn drauf gedrückt. Ne? Also wirklich bloß so wie ein Apfel halt, ne? Und hab zu ihm ins Ohr geflüstert und hab gesagt, wenn du das noch einmal magst, hau ich dir eine richtige aufs Maul. Wenn du das noch einmal magst, hau ich dir eine richtige aufs Maul. Die schlagen die treten dann nochmal auf den Kopf und alles mit voller Gewalt. Darauf möchte ich euch aufmerksam machen. Wenn ihr sowas mitbekommt, ruft die Polizei, ruft den Krankenwagen. Wenn ihr 4-5 Leute seid und das sind 2-3 Leute, dann ziehe ich die weg von denen. Ja? Im Metal ist sowas eigentlich unvorstellbar, dass man jetzt da sitzt und krass, oh scheiße, der liegt am Boden, da treten wir jetzt rein. Sowas brauchen wir einfach nicht. Ich hab ihn dann losgelassen, er war dort gestanden, völlig im Eimer. War mir völlig egal. Der Daumel da ein bisschen, dann fällt er um. Gewalt an Drohung, jemanden krankenhausreif geprügelt. Ich hab mir gedacht, so ein Arschloch. Weil ich war schon in meiner Schulzeit ziemlich groß und schon immer ziemlich stark. Obwohl ich sehr kräftig, also sehr dick bin. Sehr fett, wenn man so will. Obwohl ich ein sehr dicker Mensch bin, bin ich gleichzeitig auch ein sehr fitter Mensch. Also ich bin körperlich äußerst fit. Nur weil ich dick bin! Wenn ich den wirklich geschlagen hätte, dann wäre der nimmer am Leben. Der hat halt keine Chance gegen mich gehabt. Wenn ich dem richtig eine betoniert hätte, wäre der wahrscheinlich dort gelegen, jetzt hinter mir gemuxt. Sag mal, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Das kann man nicht bringen. Bla. Ich hab schon als Kind, ein wenig männlicher, wenn ich den wirklich so auf den Kopf, mit dem Kopf auf den Tisch geschlagen hätte, dass der wirklich umgefallen wäre. Oder überhaupt noch, wenn er überhaupt noch am Leben gewesen wäre, dann hätte der keinen blauen Fleck am Kopf gehabt. Leute, ich habe jemanden krankenhausreif geprügelt. Im Metal ist sowas eigentlich unvorstellbar, dass man jetzt da sitzt und krass, oh scheiße, der liegt am Boden, da treten wir jetzt rein. Sowas brauchen wir einfach nicht. Kasperle! Lügenlord! Kasperle! Lügenlord! Ist da!